Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir, einem größeren Unpacking, denn die liebe Anka hat ein wunderbares Tauschpaket auf den Weg gebracht in einer festen Runde von sechs tollen Frauen. Und bei uns wird jetzt das Paket ein wenig rotieren. Ich werde euch die Kanäle bzw. die Instagram-Accounts auch unten in die Infobox packen. So könnt ihr bei den anderen auch ein bisschen verfolgen, wenn sie etwas dazu posten oder auch ein Video drehen. Ich fand es richtig toll, dass die Anka auf diese Idee gekommen ist. Es soll so ein bisschen alles hier rein dürfen. Steht so ein bisschen unter Stephen Kings Motto Needful Things. Also alles, was man gebrauchen könnte, von Büchern über Düfte, über Kosmetik, über alles, was sich irgendwie findet. Und es ist ein wahnsinnig großes Paket. Und ja, ich habe schon die privaten Dinge rausgenommen, die für mich bestimmt waren von der lieben Anka. Und es ist irre, was ich hier schon sehe. Unter anderem auch dieses Notizbüchlein, wo wir so ein bisschen ein paar Infos über uns reinschreiben, auch was wir, ich glaube, rausnehmen oder reinnehmen. Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, das muss ich nochmal nachlesen. Und ja, das finde ich richtig, richtig schön. Ich mag die Notizbüchlein, die Anka immer so ein bisschen beilegt. Ja, ich glaube, die gibt es immer bei DM, wenn ich mich richtig erinnere, mal, dass sie das erzählt hat. Und ja, hat sie auch richtig schön gestaltet. Und ach ja, das werde ich mir dann auf jeden Fall durchlesen. Ja, ich würde jetzt mal so ein bisschen mit dem Auspacken starten. Mein Kater ist hier schon am Rumklauen des Verpackungsmaterials. Ja, so kennt man meinen Kater. Wir fangen mal an mit Gruß an eure Fellnasen. Nehmt euch gern etwas für sie raus. Was ist hier Schönes drin? Ach ja, das ist. Ja, ich glaube, da würde sich sowohl Weasley wie Katzen freuen. Ja, ich glaube, da werde ich dann auf jeden Fall ein bisschen was rausnehmen, ein bisschen was anderes reinlegen. Und ich glaube, damit, außer dem Knirschen, kann man tatsächlich nicht viel falsch machen. Unsere Katzen und Hunde sind einfach alle gleich, genauso ja, versüßt, vernascht. Nein, vernascht wie wir. Nee, nicht naschsüchtig, so rum. Vernascht wie wir. Dann haben wir hier ein Lesezeichen mit Bändchen, Ruhe, Stille, Sofa und eine Tasse Tee geht über alles. Theodor Fontan. Und ich glaube, wenn hier ein Büchlein bleibt, dann wäre das auch ein cooles Lesezeichen, um es mit da zu behalten. Ich finde ja, Lesezeichen kann man nie zur Genüge haben. Es soll so ein bisschen natürlich auch ein fairer Tausch sein, im Sinne von ein Buch gegen ein Buch, Kosmetik gegen Kosmetik und so weiter. Aber grundsätzlich darf sich hier alles wiederfinden. Dann ein kleines Notizbuch, kannst du so machen, dann ist es halt Kacke. Darf man das auf YouTube sagen? Ja, wenn nicht, ja, muss ich hier ein Piep einfügen. Dann von Nina George ein Taschenbuch, so wenn ich das richtig sehe. Oder nein, ein Notizbuch. Ja, ich konnte ja leider mit dem Lavendelgarten, ich glaube, auf das bezieht sich diese Geschichte, genau, Lavendelzimmer, nicht so viel anfangen, aber optisch schon sehr, sehr schön. Aber ja, ich glaube, Notizbücher. Ja, wobei, oh, da macht es Anke aber nicht einfach. Ja, drei Notizbücher. Wunder, wunderschön. Ach, ebenfalls ein Träumchen. Und also das schreit ja förmlich Steffi. Rosa mit Pflanzen. Und ja, ich benutze nicht mehr so viel Papier-Notizbücher, weil ich so ein Notizbuch habe, was so Papier in Folie hat, wo man mit Folienstift schreibt und das wegmachen kann. Aber ja, mal gucken. ich werde hier sehr stark in Versuchung gebracht. Dann enthalten mystische Traumwelten von Matt Hughes 32 Orakelkarten mit Anleitung. Ich weiß nicht, ob das in Richtung Tarot geht. Das sind 32 Karten, ein 80-seitiges Booklet. Und es heißt, Träume wirken wie Tore in ein anderes Reich des Bewusstseins, in dem wir das Unsichtbare schon sehen und das Unbegreifliche verstehen können. Dabei haben wir Begleiter, die uns helfen, die in den Träumen enthüllten Visionen zu deuten. Es gibt hier mythologische Archetypen und Krafttiere aus der ganzen Welt. Ich glaube, da muss ich mich mal mit befassen. Das klingt tatsächlich recht spannend. Ich bin ja ein sehr lebendiger Träumer und könnte mir das tatsächlich ganz spannend vorstellen. Ich weiß gar nicht, mit was ich weitermache. Mit einem Pucker-Tee Peace, und den kenne ich tatsächlich und ich mochte ihn nicht. Ich glaube, es lag an dem Ashwagandha, dass das irgendwie nicht meins war. Ashwagandha, genau. Ja, leider nicht mein Tee, aber ich finde, Tee kann man auch nie genug haben. Hier haben wir einen Getreidekaffee mit Zimt und Kardamom von Naturata.
Ich mag so, ja, Getränke ganz gerne, mal so ein Cappuccino oder ähnlichem, aber Kardamom, da bin ich raus. Nein, Kardamom ist nicht für mich. Ich weiß gar nicht, ob ich das jemals wieder so eingepackt bekomme, wie Anka das hier so wunderbar sortiert hat. Dann haben wir hier einen Beutel. Der ist natürlich süß, mit einem Waschbären, der ist hier vorne drauf. Sehr cool. Es riecht auf jeden Fall schon sehr nach Duft. Mal gucken. Ja, ich glaube, es ist eine Kerze, genau. Ah, ja, ich kann mich erinnern, die gab es bei TK Maxx. Und zwar in diesen Kaffee-to-go-Bechern. Und das ist Marshmallow-Mocha. Und ich glaube, Anka hat schon mal gesagt, ach, dass der zu viel Mocha hatte. Ja, ich bin da ganz Ankas Meinung. Mein Duft ist es leider auch nicht. Wobei ich diese Verpackung schon sehr cool fand. Also die ist auch aus Glas, ne? Und das fand ich tatsächlich, das habe ich im TK Maxx schon mal gesehen. Fand ich sehr cool. Hatte auch schon mal zu Weihnachtszeit irgendeinen Duft in der Hand. Aber irgendwie, ja, eigentlich hat man ja genug Düfte. Aber ich bin demnächst auch mal wieder in einem TK Maxx und vielleicht gibt es ja da schon den ein oder anderen Frühlings-Sommerduft. So, müssen wir das dann nur wieder gut verpacken, damit hier nichts irgendwie am Glas ja, kaputt geht. Und ich darf es hier vor allem nicht frei liegen lassen, weil sonst meine Katzen rumtoben. Oh, dann so ein süßes Säckchen. Ich hätte gar nicht so viele Säckchen, die drin liegen. Ah, hier ist Nascherei. Sehr schön, da werde ich dann einfach mal reinschauen. Und mal gucken, ob da was Leckeres drin ist, so während der Fastenzeit. Wobei ich da nicht sehr strikt bin. Ich sehe schon ein paar Bücher. Vielleicht machen wir. Nein, wir machen erst mit den anderen Dingen weiter. Wir wollen ja hier so tun, als wären wir organisiert. Ah, hier kommen Melts und Tarts. Also wir sind hier auch düftelig unterwegs. Und hier ist einiges drin. Frag mich gerade, ob ich das am besten mal entleere. Wahrscheinlich einfach mal so. So. Und ja, wir haben hier einige ganze, aber auch so angebrochene. Von Chestnut Hill haben wir Blumen. Ja, blumige Düfte haben es bei mir auch immer nicht leicht. Ja, und der, nee. Also ich bin leider auch, was blumige Düfte angeht, ist das immer nicht ganz so einfach. Von Chestnut Hill hatte ich aber auch schon ein paar Düfte. Ein Pumpkin Brûlée. Und ich glaube, ich hatte den, ja. Ich hatte den im Herbst selbst und ich fand den richtig gut, aber tatsächlich ist mir gerade nicht mehr so nach Pumpkin. Aber der war auf jeden Fall nicht schlecht. Also ich habe den auch ein paar Mal gedüftelt. Sand Castle von Goose Creek, den kenne ich auch und habe den eigentlich in guter Erinnerung. Richtig. Und ich glaube auch, ich muss mal gucken, ob ich von denen selbst noch was da habe. Wenn nicht, wäre das auf jeden Fall was, was bleiben darf, weil der richtig toll ist. Champagner und Rosen von der Römer-Kreation. Champagner hat ja immer was sehr Spritziges, das mag ich ganz gerne. Gibt da auch einen Yankee-Duft, den ich sehr mag mit Champagner. Aber das sind so müffige Rosen. Nee, also mit Rosen, ja, ich hatte gehofft, der Champagner gleicht das vielleicht ein bisschen aus. Aber leider nicht. Oh, hier ein Lebkuchenmännchen. Auch von der Römer-Kreation ein Gingerbread. Oh. Ja, Zimt. Oh. Nee. Nee. Also riecht sehr gut nach Zimt und Gebäck. Aber wenn man keinen Zimt mag, ist man beim Gingerbread so ein bisschen raus. Lemon Sugar von Candle Warmers wahrscheinlich. Lemon Sugar. Nee. Oh, also der riecht wie kaputter Klostein. Ach nee. Mir sehr leid. Nee, Zitronendüfte sind nicht immer meins. Von Goose Creek Blueberry Pancakes. Könnte gut riechen. Ich bin ja so ein Foodie. Ah, der hat aber auch irgendwas Maggi-mäßiges im Hintergrund. Leider nicht ganz meins. So, ach, jetzt kriege ich hier nicht rein. Was haben wir noch? Drei Stück. Old Time Lemonade von Goose Creek. Und ich glaube, den kenne ich auch. Und den mag ich, glaube ich, auch. Ja, weil der so schön spritzig ist und fruchtig ist. Ich muss mal gucken, auch bei dem, ob ich da noch was da habe. Nicht stibitze ich hier das kleine Melt. Sweet Tea von Goose Creek. Ist so ein peachfarbener. Den kenne ich gar nicht. Sweet Tea. Nee, wie? Sweet Tea Job. Aber mit Tee hat das so gefühlt nicht viel zu tun. Hat aber auch so einen etwas muffligen Moment. Und das letzte ist dann Rosemary and Peppermint von Candle Warmers. Peppermint mag ich. Rosmarin. Werden wir jetzt sehen. Das ist irgendwie eine ganz widerliche Kombination.
Es tut mir echt leid für den Duftgestalter. Aber das hat etwas von, ich falle in ein Küchenkräuterbeet und da trinkt dabei einen Pfefferminz, die ich nein, leider nichts für mich. Aber bei den zwei Düften werde ich jetzt mal schauen, ja, ob ich die da habe oder ob ich mir die rausnehme und dafür andere Düfte dann hineinlege. Ich muss das mal hier kurz zur Seite legen. Mein Kater ist hier auch immer noch mit der Verpackung beschäftigt. Dann haben wir noch ja, eine andere, eine Kiehl's Tasche. Gucken wir auch mal, was hier drin ist. Die ist sehr schön mit dem Rot. Richtig cool. Ah, und da haben wir Kosmetik. Okay. Wahnsinn, Anka, was hast du hier alles eingepackt? Ich bin total irre. Also es ist wirklich total verrückt, was da alles drin ist. Ich bin gefühlt so ein bisschen überfordert. Habe ich jetzt alles aus der Tasche raus? Ja. Also, wir haben hier ein Badepuder. Wir haben von Luvos Heilmärde Lifting Booster, eine Clean Maske und ein Lifting Booster. Klingt cool, aber ich bin nicht so der größte Maskenmensch. Auch gehe ich sehr selten tatsächlich baden. Mal gucken, was hier noch kommt. Cucumber Under Eye Pads. Ha, das finde ich schon spannender, so unter die Augen, das finde ich ganz cool. Leider vertrage ich die Yuti Augenpads nicht so gut. Ich weiß nicht, ob es vielleicht an der Kombination mit den Kontaktlinsen liegt. Tuchmasken bin ich auch kein Fan, aber ich kenne die von Elkos, habe ich eine Gesichtscreme mal gehabt, die mochte ich sehr gerne. Und Sunny Lash bei René, Algae Patches. Okay, also ich glaube, einer der Augenpatches wird bei mir bleiben. Die anderen Sachen dürfen hier erstmal weiter wandern. Dann haben wir Nagellack. Ja, die liebe Anka ist ja auch so ein bisschen Nagellack verrückt. Bingo Flamingo habe ich selbst. I Lilac You habe ich auch selbst. Ja, dabei benutze ich so selten Nagellack. Und dann von Reval Loves Me ein HD Gels on the Go in so einem ganz zarten Rosa. Schon ganz schön dieses ja, perlige, aber es ist mir persönlich tatsächlich zu dezent. Also wenn ich Nagellack trage, dann sollte man ihn meistens zumindest sehen. Dann von Swiss Opal Orangenblüte Frühlingshaarkur. Ja, ich weiß, dass viele Produkte von Swiss Opal nicht Curly Hair Methoden geeignet sind. Und da ich ja meine Haare so ein bisschen wachsen lassen möchte, achte ich darauf. Dementsprechend ist das nichts für mich. Dann gibt es hier einen Lippenpflegestift von DM, von Balea vermutlich. Mit DM mach was draus. Also da geht es auch irgendwie um Bewerb dich und Ähnlichem. Ich glaube, wenn ich so viel Geld hätte wie Lippenpflegestifte. Aber ich sehe, wir haben wohl alle die gleichen Schwächen. Dann hier ein Chupa Chups Peach Passion Lip Balm. Auch sehr cool. Und dann, ich glaube, die könnte hier bleiben. Und zwar von Catrice die Lift Up Mascara Waterproof Volume und Lift Mascara. Und ich liebe wasserfeste Mascaras. Und ich glaube, die könnte bei mir bleiben. Das ist gar nicht schlecht. Die habe ich nämlich noch nicht getestet. Und wasserfest ist immer gut. Dann haben wir von Santé eine feste, erfrischende Gesichtsreinigung. Da bin ich leider raus. In meinem Gesicht verträgt sich nur sehr, sehr, sehr wenig. Und ich merke sofort, wenn ich mehr mache, dass da meine Rosacea total durchbricht. Aber hier haben wir eine Shea Butter für Gesicht, Körper und Haare von Catir. Ist auch vegan mit... auch parfümfrei. Finde ich auf jeden Fall gut. Hat auch wohl wirklich nur ja, die Shea Butter. Das finde ich auf jeden Fall ganz schön, gerade so auch für die Hände oder für unter die Augen oder so. Das werde ich mir mal näher anschauen. Hier habe ich jetzt im Grunde auf jeden Fall einer der Augenmasken wird da bleiben. Wahrscheinlich die Shea Butter und die Mascara. Das klingt doch auf jeden Fall schon mal richtig, richtig gut. Ja, und jetzt kommen wir, glaube ich, zu den Büchern. Und was sehe ich hier? Also auch ein buntes Potpourri. Und das, wo ich ja eigentlich gar nicht so viel Neuzugänge wollte. Katzen können Geister sehen. Oh, das ist ja cool. Von Emily Jo. Und ja, Katzen können Geister sehen. Das finde ich tatsächlich super schön. Also auch von der Optik. Ich weiß nicht, vielleicht liest man das auch einfach mal durch und lässt es weiter wandern. Ich glaube, das werde ich mal mit Anka besprechen. Das finde ich auf jeden Fall sehr ansprechend. Dann von Juli Leutze, der Geschmack von Sommerregen. Ich glaube, das Buch hatte ich sogar mal eine Zeit lang auf der Wunschliste.
Ein strahlend blauer Sommer. Ja, Sophie nimmt Emotionen als Farben wahr. Richtig, ich kann mich erinnern. Eine Tatsache, die sie bisher immer für sich behalten hat. Aus gutem Grund rührt ihr Farbensehen doch an ein großes Tabu in ihrer Familie. Doch als sie Mattes kennenlernt, explodiert Sophies Welt in Himmelblau mit glitzernden goldenen Funken und Sophie weiß, dass sie der aufregenden und beunruhigenden neuen Farbkombination in ihrem Innern mit allen Sinnen nachgehen will. Da hat's geklingelt. Und ja, aber sie fragt sich natürlich, ob sie es riskieren kann, sich an Mattes zu wenden und sich anzuvertrauen. Ich glaube, das landet mal auf dem Vielleicht-Stapel. Ich habe das auf der Wunschliste und dementsprechend wird das mal angeguckt. Dann von Ali Benjamin, die Suche nach Pauli Fink. Wer ist nur dieser Pauli Fink? Ali Benjamin, ich glaube, von dem habe ich was gelesen. Mir sagt zumindest der Name irgendwas. Ach, ich und mein Namensgedächtnis, das ist immer eine Katastrophe. Nein, der Autorin, entschuldigt. Bei Ali hatte ich automatisch an einen Autor gedacht, das ist natürlich nicht richtig. Eine Autorin. Eine Geschichte mit ganz viel Herz, die die Leser dazu bringt, nachzudenken, zu hinterfragen, zu lachen, Dinge anzupacken und immer weiter zu kämpfen. Wer ist nur dieser Pauli Fink? Das fragt sich Caitlin, als sie in ihre neue Schule kommt und alle pausenlos über ihn reden. War er ein urkomischer Klassenclown oder ein unerbittlicher Unruhestifter? Jeder erzählt etwas anderes. Der Junge war eine absolute Legende. Ich würde mir das auch mal näher anschauen. von Ursula Ponsnansky, Vanitas, Schwarz wie Erde. Das ist kein Jugendbuch von Ponsnansky, sondern ein Thriller. Und ich tue mir zurzeit, ja, oder schon so seit ein, zwei Jahren, ja, ein bisschen schwerer mit Thrillern. Schwarz wie Erde ist der Auftakt zur brandneuen Reihe psychologischer Thriller von Ursula Ponsnansky. Ich glaube leider, und ich und Thriller, eher schwierig. Dann Leona, die Würfel sind gefallen von Jenny Rognaby. Dieses Spiel kann niemand gewinnen. Hier haben wir aber eher einen Krimi, denn es geht um eine schwedische Ermittlerin Leona, die durch einen finsteren, aber raffinierten Plot überzeugt. Ja, leider keine Krimi-Leserin, dementsprechend kann das raus. Und jetzt haben wir Joy Fielding und jetzt kann man tatsächlich lachen. Ich glaube, ich habe noch nie was von Joy Fielding gelesen. Eine Frau auf der Suche nach Gerechtigkeit und ein perfider Gegner, der alles dran setzt, sein teuflisches Spiel zu gewinnen. Geht natürlich auch in so eine Krimi-Thriller-Richtung. Wird zwar hier mit Roman, ich meine diese Abgrenzungen, wann ist was. Thriller-Krimi tue ich mir so ein bisschen schwer, aber die beiden anderen Bücher sind jetzt mal auf dem Vielleicht-Stapel gewandert und da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Schaue ich mir näher an. Und ich glaube, wir haben soweit alles ausgepackt. Ich glaube, ich habe nichts vergessen auszupacken, nein. Und ich gehe jetzt mal in mich, gucke mich ein bisschen um, gucke mir genaueres zu den Büchern an und dann sind wir gleich wieder da, wenn ich sage, was ich rausgenommen habe und was ich dafür reingepackt habe. Wenige Minuten später habe ich mich mit allem hier vertraut gemacht und möchte euch nun zeigen, was ich herausnehmen werde und was ich behalten werde und was ich dafür einpacke. Ich nehme mir tatsächlich die beiden Vielleicht-Bücher, weil sie mich einfach doch sehr ansprechen und ich auf jeden Fall einmal reinlesen möchte. Und dafür lege ich natürlich auch zwei Bücher hinein, und zwar Kaffee mit Käuzchen, eine Geschichte, die davon spielt, wie eine Stadtpflanze sozusagen mitten in den Wald zieht und dort ihren Traum vom eigenen Haus und ja, im Grunde da auch ihren Traum sich erfüllt. Und ich packe ein Harpe Kerkeling, der Junge muss an die frische Luft. Das Hardcover habe ich aussortiert, weil ich habe von Harpe Kerkeling immer nur gefühlt die Hörbücher gehört und ich habe in dem Buch auch noch nie gelesen. Ich habe das geschenkt bekommen, mal irgendwann vor langer, langer Zeit und irgendwie habe ich nie groß da drin gelesen, sondern ich habe immer nur das Hörbuch gehört. Und ich denke, da das doch eine sehr spannende, schöne Geschichte auch von Harpe Kerkeling selbst ist, denke ich, ist das da auf jeden Fall in guten Händen. So viel dazu. Dann müssen wir hier uns einig werden. Ja, dann habe ich mir bei den Augenmasken habe ich mich für die hier jetzt einfach entschieden. Die darf ebenfalls bleiben, zusammen mit der Shea Butter und auch der Mascara. Und im Gegenzug packe ich ein, einmal eine vegane Body Lotion, ein Körpersorbet mit Lemon and Lime und hier rüber.
Und ich hatte irgendwo noch eine Gesichtsmaske. Ach ja. Und zwei Augenpads packe ich einfach mit ein. Die sind von Isana. Und ja, die dürfen für die Augenmaske mit rein. Und ich packe eine Lidschattenpalette ein, die ich eigentlich also optisch von außen mega fand. Und von innen hat sie mich nur so bedingt angesprochen. Also ich... Ja, hier unten haben wir so Liner, die eben mit dem Pinsel, der mit Wasser angefeuchtet wird, dann eben wirklich Liner und Striche gemacht werden. Es sind aber auch zwei so Presspigmente drin. Der Ton war hier super schön und auch der, aber ich habe die, ich glaube, nur zweimal benutzt, immer mit Pinsel und ja, sie darf hier einfach weiter wandern. Vielleicht findet sich jemand, der da ein bisschen mehr Spaß an dieser Lidschattenpalette hat, wie ich. Dann entscheide ich mich tatsächlich, das Traumwelten-Tarot zu behalten. Ich kann noch nicht so richtig sagen, was ich damit machen werde, aber es spricht mich wahnsinnig an und deswegen darf es einfach hier verweilen. Und dafür packe ich so ein bisschen eine Mischung an Sachen ein, weil ich natürlich kein Tarot-Kartenset da habe, was so ein bisschen dagegen kommt. Und zwar für alle, die ein bisschen handwerklich nicht, sondern so Handstricken, Häkeln und wie auch immer. Und zwar habe ich mir, als ich mit dem Sticken angefangen habe, habe ich mir einen Magnetfrosch bestellt. Ja, so eine Spielerei. Der hat eben hinten diesen Magnetknopf und wenn man seine Nadel irgendwie wo festmachen möchte, am Stoff oder wo auch immer, dann kann man im Grunde den Stoff, also man muss sich das Papier dann als Stoff vorstellen, macht man das fest am Stoff und kann dann eben die Nadeln, die ja eben auch magnetisch sind, hier festmachen. Und dann verliert man eben die Nadeln, zum Beispiel, wenn es irgendwo liegt, nicht. Ja, ich brauche es leider nicht mehr, weil ich ja mit dem Sticken relativ schnell wieder aufhören musste, weil ich mir ja wirklich eine böse Sehnenscheidenentzündung geholt habe und die Gefahr besteht, wenn man eben immer diese gleichbleibende Übung macht, dass das wiederkommt. Und ja, vielleicht hat jemand anders Freude daran. Und dann würde ich ja ein paar Postkarten, die würde ich jetzt vielleicht aber gar nicht so groß zeigen, einfach ein paar Postkarten mit beifügen. Unter anderem ein Foto auch von Robert Mark Lehmann und auch eine Autogrammkarte von Robert Mark Lehmann, weil ich finde, da sind die Bilder auch einfach so, so schön und ich glaube, das kommt dann, wiegt sich vielleicht so irgendwie auch ein bisschen auf. Dann Notizbuch, ja, wie vermutet, muss zumindest eins der Notizbücher bei mir bleiben und es wird das hier werden. Ich lasse mir da was Schönes einfallen, was ich mit diesem Büchlein mache, aber das ruft förmlich Steffi und das darf auf jeden Fall bleiben. Und ich lege dazu auch ein Notizbuch ein von Harry Potter. Ich glaube, habe ich mal im Primark wahrscheinlich gekauft, ich bin mir nicht sicher. Und das hat eben gar keine Linien. Und ich weiß, dass das Leute ganz gern mögen, wenn man da drin rumzeichnet. Vorne drauf findet sich ein bekannter Spruch aus dem Harry Potter-Universum. Just because you are allowed to use magic now does not mean you have to whip your wands out for everything. So ist es. Ja, und ich hoffe, dass jemand, der vielleicht ein bisschen künstlerisch begabt ist und Lust hat, dass der dieses Buch ein bisschen bemalen möchte. Also ist hier hinten auch mit Harry Potter versehen und ist sozusagen dann der Ersatz. Dann habe ich bei den Düften geguckt und tatsächlich die beiden, die ich favorisiert habe, von denen habe ich nichts mehr hier. Also sowohl von den Old Time Lemonade als auch von den Sand Castle habe ich nichts mehr hier. Und ich packe zwei, ja, leider, ich glaube, das eine ist auch kein volles Nein. Ich packe zwei angebrochene Packungen ein. Einmal von EBM, den Januarduft Winterberry Wonderland. Ich bin ja eine Januargeborene und dachte eigentlich, das könnte dein Duft sein, aber er war warm, eine Katastrophe. Mir hat er leider nicht gefallen. Und noch etwas winterliches, White Woods and Apple. Und da ist einfach das Label auch so süß. Und ich fand den, ich glaube, ich hatte den sogar zweimal an, wenn ich mich nicht irre. Genau, zweimal. Ich habe es wirklich probiert. Aber irgendwann hatte der eine Note, die einfach nicht mehr meins war. Ich weiß auch nicht. Aber ja, vielleicht hat da jemand Lust, das auszuprobieren. Und ich glaube, das war soweit. Genau, für die Grüße, für die Fellnasen, da tausche ich ein bisschen was aus. Und auch bei den Naschereien. Aber ich glaube, das wäre jetzt zu klein, um ja, das im Grunde irgendwie zu zeigen. Und ja, das war unser erstes Needful Things Wanderpaket. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß beim Unpacking und verfolgt auch die anderen Mädels beim Auspacken, Umpacken und natürlich dann auch zielführend irgendwann wieder bei Anka, wenn es angekommen ist. Und ja, dieses Video wird es jetzt, denke ich, in regelmäßigen Abständen geben, weil das Paket ja so ein bisschen rotiert, also immer mal wieder bei mir dann auch Halt findet, wo ich dann meine alten Sachen rausnehmen werde, neue Sachen bekommen werde und
auch wieder austausche. Und ach, da freue ich mich sehr. Also ich ja, bin super happy, was sich hier alles hat gefunden. Und ja, richtig, richtig schön. Und ich danke der lieben Anka, dass sie das ins Leben gerufen hat. Und natürlich den anderen Mädels, dass sie dabei sind. Und ich ja, verabschiede mich jetzt von diesem Wahnsinns-Paketgedöns hier und hoffe, ihr hattet Spaß. Wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. Lasst es euch gut gehen. Und dann bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.